Hallöchen und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play The Elder Scrolls IV Oblivion. So, vielleicht erkennt ihr es schon ein bisschen. Ich habe mal wieder ein bisschen rumgeschraubt. Ich hoffe mal, das beeinträchtigt jetzt nicht irgendwie die Performance. Und zwar habe ich nicht wenig Mods reingehauen, unter anderem ein neues Texture Pack. Ist jetzt ein bisschen schärfer eigentlich alles. Und noch einen Haufen anderen Stuff. Das werdet ihr wahrscheinlich so nach und nach immer mitbekommen. Ein paar neue Viecher sind jetzt irgendwie drin, so insektenmäßig. Auch das dürfte neu sein, glaube ich. Manchmal sieht man auch so einen Regenbogen oder sowas. Das ist ein Wasser, ein Water Shader Mod ist jetzt auch drin. Damit das Wasser realistischer aussieht, das tut es auch. Ja, kann ich so bestätigen. Nun ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Achso, ja, hier die Map ist auch anders jetzt. Ich finde, die sieht irgendwie so leicht awesome aus, ja. Auf jeden Fall sehr schnieke und, naja, irgendwie realistischer, ne? So, ach, siehst du hier oben, ja, da sehe ich schon einen Pfeil, beziehungsweise zwei Pfeile. Standard, okay. Freiberuflicher Diebstahl. Ach so, ja gut, das ist das. Elfenjungfrau Amon von der Liebesgilde hat mich gebeten, die Büste von... Ach ja, genau, da war ja was. Blabla von Chardinal zu stehlen. Sie wollen mir 100 Goldstücke dafür zahlen. Hat er zwar nicht gesagt, aber steht hier so drin, ne? Ich habe mein Ziel erreicht. Achso, das ist was anderes. Gut. Also, auf nach Chardinal, würde ich sagen. Ja, latschen wir einfach mal von hier aus los. Verdammt, der Marker wird wieder auf der Karte nicht angezeigt. Ich denke, wir müssen irgendwie erstmal hier hinten lang. Auf jeden Fall ein guter Anfang. Wobei es ja nicht schlecht wäre, wenn es ein bisschen heller wäre. Komm, wir warten mal 4 Stündchen. Haben wir 6 Uhr morgens, knapp 5:45. Das ist, denke ich, eine ganz gute Anfangszeit. Oh ja, jetzt sieht man noch das Wasser sehr schön. Auch wie fett wir wieder sind. Wir müssen unbedingt was verticken gehen. Ich glaube, auch wenn man hier so drin rumlatscht, sieht es ein bisschen anders aus. Ja, ein bisschen vielleicht. Seid nicht mehr so pixelig, auch wenn man jetzt hier unten schwimmt. Es ist ein bisschen klarer alles, ne? Also alles im Allen, sage ich mal. Hier auch, sage ich mal, die Sonnenstrahlen sieht man jetzt auch so ein bisschen hier, ne? Ist auch neu. So ein bisschen Schnickschnack halt, ne? Allgemein die Texturen, wie gesagt, ich kann ja hier mal so ein bisschen rangehen. Dann sieht man es, dass die Texturen auch etwas besser jetzt sind, schärfer. Ja, dann huch. Dann ist jetzt noch ein neuer Bildschirm dazu gekommen, weswegen ihr endlich die Aufnahmen in vollen 1080p genießen dürft. Ich muss aufpassen, dass ich vom Weg nicht abkomme. Ich glaube, ja doch, laufen wir mal. Ach, siehst du, hier war ein Schmetterling. Die dürften, glaube ich, auch jetzt neu mit reingekommen sein. Den Eindruck, als ob das Wasser backen tut, aber ich glaube, das tut's nicht. Bäh. So, ab und zu mal ein kurzer Hakler oder Rockler, aber das ist in diesem Fall meine Festplatte. Weil die bei Oblivion, also komischerweise immer nur bei Oblivion, irgendwelche Probleme hat. So, da hinten sieht das auch sehr schön atmosphärisch aus, muss man ja so sagen. Mal gucken, dass ich vor lauter Atmosphäre, Gedönse hier nicht irgendwie vom Weg abkomme. Hopp. Einfach mal über Stock und Stein hier, ne? Ich sag mal so, es dürfte rein theoretisch möglich sein, Oblivion so hart durchzumodden, bis es an Skyrim-Qualitäten rankommt. An ein ungemoddetes Skyrim, versteht sich. Aber es sollte möglich sein, wie vielleicht irgendwo... Ach, da unten haben wir einen Kollegen. Können wir mal kurz ein bisschen skillen. Oh, lass mal wieder reinkommen hier. Ja, fast. Er hat mein Pfeil geklaut gerade. Müssen wir irgendwie an neue Pfeile rankommen hier. Ja, ich muss erstmal wieder reinkommen, weil ich zocke zwischendurch dann immer mal wieder Skyrim und da ist das Handling ja doch wieder ein bisschen anders. Ah ja. Und das ist dann doch schon so eine Sache. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist so wenig Gras auf einmal.
Ja, ich muss erstmal wieder reinkommen. Ja, das sah schon besser aus. Langsam, langsam, langsam. Sieh schon, unser Federtrank geht auch schon wieder zur Neige. Ja, ich irgendwie so ein bisschen in Erinnerung, dass sie länger halten, oder? Ich quassel mich gerade so dumm und dämlich, dass die Zeit so schnell vergeht. So, da hinten irgendwo, da in der Richtung liegt Chardinal. Oh, was für eine atmosphärische Atmosphäre, ja. Umgebung gerade. Auch die Berge da hinten, ne? Und auch dieser Wolf, ja. Ja, wie immer, ich drücke immer noch auf R. Ich glaube, ich lege das jetzt mal um. Option, Steuerung, Tastaturbelegung aktivieren. So, das lege ich jetzt mal auf R. Ach, warte mal. Ah, okay, ja, jetzt verstehe ich, was gemeint ist. Moment, nee, Waffe. FF, Gegenstand bereit. Ich glaube, der meint das. So. Benutzen. Was meint der jetzt mit benutzen? Naja, wir werden ja merken, wenn was fehlt. So. Mal schauen. Ah, schon viel besser. Aha, jetzt ist F Sichtwechsel, sehr schön. Ja, so können wir es lassen. Ich glaube, in Skyrim ist das genauso geregelt. Ah, da unten haben wir Freunde. Ah, hier ist auch wieder mehr Gras. So, mal schauen, ob wir den kriegen. Ah, sehr schön. So, und du, mein Lieber, auch. Jawohl, den kriegen wir auch noch. Ja, fast. Na, verdammt, der hat, glaube ich, das mitbekommen. Na, komm, 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 komm. Ja. Gar nicht so leicht aus der Entfernung hier. Da hinten ist ein Wolf. Hm, die Entfernung hat gerade gestimmt, aber der war schon zu weit weg. Warten wir mal vielleicht kurz, bis er stehen bleibt. Da liegt der eine. Da irgendwo dürfte der andere sein. Ich finde es cool, dass es keine Ausdauer kostet, wenn wir hier so ranzoomen. Wir haben halt scharfe Augen. Ne? So, okay, da dürfte das hier hinhauen. Da dürfte das hier hauen. Dreh dich doch nicht genau in dem Moment. Du Löffel. Ah! Komm, wir gehen das näher ran. Schleichen wir uns ein bisschen voran hier. Schnell. Zu schwer belastet. Moment, ich trinke noch einen Schluck Cola, dadurch wird das besser. So. Ich glaube, in Zukunft benenne ich unsere Federtränke um und nenne sie einfach Cola oder so. Oder Cola Light vielleicht. So, jetzt kriegen wir ihn aber. Na, ich glaube, ich schon was mitbekommen gerade. Ganz leise. Zu niedrig. Ah, doch, der hat noch gesessen. Sehr schön. Ich dachte gerade, der wär zu niedrig gewesen. Aber da ist er. Wildbrett. So, dann werden wir unser Pfeilgedönsel wieder einsammeln hier. Ah, wie schön idyllisch das hier ist, ne? So, da ist noch ein Pfeil. Mal schauen, ob ich jetzt noch spontan einen entdecke. Ich übersehe wahrscheinlich sowieso wieder die Hälfte. Ah, ich glaube, wir haben weitgehend alles. Boah, sieht das hier geil aus gerade, ne? So richtig schön idyllisch. Also das Modding hat echt was gebracht. Bäh. Vor allem, was gerade die FPS-Rate anging. Da hinten ist wieder ein Ficheli. Und hier kommt gleich ein Weg, den wir hochgehen können. Headshot. So. Ach so. Ja, verdammt, Wolfsfell wollte ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Egal. Können wir verticken. Und da sehe ich einen Nirnwurz. Ein Würzelchen. Dieses Nirnwurz hat ja, glaube ich, auch eine relativ tiefgehende, wie soll ich es nennen, Herkunft? Gerade mal kurz gespeichert. Ich weiß allerdings nicht genau, wo hier, was es jetzt womit zu tun hat. Ich habe da neulich nämlich was. Achso, okay. Neulich nämlich was über das Nirnwurz gelesen. In einer der
Elder Scrolls. Das reicht's aber. Meine Güte. Ja, braucht man nicht wirklich eigentlich. Leben entdecken, das sind sonst, glaube ich, zwei Pfeile oder so verloren gegangen. Das Gras sieht auch besser aus, fällt mir gerade auf, ne? Finde ich ja cool. So, vielleicht schauen wir nochmal ganz kurz hier rein. Ihr kennt mich ja. Haben wir bald mit dem Geruckel hier? Festplatte glüht schon. Ich brauche unbedingt eine SSD-Festplatte. Wahrscheinlich eine der ersten... Ah, okay. Wahrscheinlich eine der ersten Anschaffungen, die ich dann machen werde, soweit ich arbeite. Was ja nicht mehr lange dauert. In genau 6 Tagen dürfte das sein, fange ich nämlich an. Und dann, ja. Da werde ich mir erstmal nach und nach wieder ein bisschen neues Aufnahmeequipment zulegen. Murasek. Sack. Ne, da gehen wir später rein. Wir setzen unsere Reise Richtung Chardinal erstmal fort. Heißt eigentlich Chardinal? Chardinal? Oder wie konkret spricht man das aus? Moin, Wache. Hättest du uns ja mal helfen können. Sprecht. Sah gerade so anders aus, irgendwie vom Weiten. Aber ihr kennt ja meinen üblichen Knick in der Optik. Das ist der Mond? Das ist ja geil. Boah, ist gerade eine Sicht hier. Da müsst ihr verrückt. Machen mal einen schnellen Blick auf die Karte. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Weg halt halbwegs folgen. Und dann kommen wir schon in Chardinal an. Da können wir gleich ein paar mehr Sachen erledigen. Da ist dann auch die dunkle Bruderschaft, ne? Werden wir auf jeden Fall auch nochmal einen Blick reinwerfen. Wer lässt denn hier mitten in der Landschaft so ein Stück Mauer stehen? Naja. Wir werden mal lieber aufpassen, dass wir nicht so schnell vom Weg abkommen. Ich finde, diesen Texture Pack ist echt cool, ne? Die Texturen sind wesentlich schärfer. Man sieht das, sag ich mal, zum einen, wenn man natürlich ganz nah rangeht. Zum anderen sieht man es aber auch so generell, überhaupt, ne? Es ist, sieht alles ein bisschen realistischer aus, ein bisschen, natürlicher auch. Finde ich ganz cool. Da hinten haben wir, glaube ich, wieder so ein... Boah, sieht das geil aus hier. So schön bunt alles aus, irgendwie. Kann natürlich auch noch mit einem neuen Bildschirm zusammenhängen. Aber ich feiere das gerade in allen Formen und Farben. Blackground. So, was haben wir hier für einen Stein? Schlachthausstein. Ich glaube, der bringt uns nichts. Außerdem scheinen mal wahrscheinlich mal wieder keine Sterne auf diesen Stein oder sowas. Na du, Lappen. Boah, richtig schön in den Sack. Na, du bist mal wieder schwächiger, ne? Wir brauchen neue Pfeile. Vielleicht mal einen Chardinal kaufen. Ja? Oder mal wieder eine Höhle auseinandernehmen und da ein paar Pfeile mitnehmen. Wir haben ja mehr Dietricher als alles andere. So, 10 Gold bringt uns so ein Dingens. Und wir sind mal wieder zu fett. So. Allzu weit ist es ja nicht mehr. Das kriegen wir schon hin. Ich glaube, da hinten sieht man es schon, oder? Nee, ich glaube doch nicht. War nur eine kleine Mauer. Hinten ist, glaube ich, wieder ein... Ja, genau. Hinten ist so schön pixelig alles irgendwie. Aber naja, was pickelig, pickelig, ja, pixelig sein. Und soll es nicht stören. Guck mal, das nutzen wir mal aus. Dass der da gerade am... Okay, ich glaube, der kümmert sich schon alleine drum. Ich habe da gerade was anderes entdeckt. Was viel wichtiger ist gerade. Ja, jetzt krieg dich ein. So. So, das hier ist eine Alkalei. Die braucht man nicht so sehr. Aber hier haben wir... Ach, Fenchel. Ginseng. Okay, Ginseng ist auch mal ganz gut. Ginseng, Ginseng, Ginseng. Den gibt es, glaube ich, auch nicht so häufig. Weiß ich jetzt nicht genau. Ich dachte eigentlich, da wäre Flachs gewesen. Flachsamen könnten wir nämlich durchaus gebrauchen. Schauen wir mal ganz kurz nach. Was siehst du hier? Ach so. Nee, okay. Ich dachte, nee, okay. Ich dachte, wir haben dann noch irgendwann so einen alten Schrott. So, ach so, wir haben noch 6 Flachsamen und Wildbrett. So, dann nenne ich das jetzt einfach mal Cola. So, ach so, ja. Light, natürlich. Ne? Weißt du Bescheid? Habt einen neuen Trank erstellt. Und jetzt haben wir Cola Light.
Da werden wir gleich leichter durch. Beziehungsweise können wir ertragen halt, aber ob das nun so oder so, ist ja auch relativ Latte. Das Gezucke geht mir so ein bisschen auf den Trichter gerade. Ich weiß gar nicht mehr genau, wozu Fliegenpilze dienten, aber die hatten irgendeine interessante Eigenschaft, soweit ich mich entsinne. So, da hinten ist Schalidnal. Dürften es schon sehen können. Ich speichere nochmal ganz kurz zwischen, bevor hier unser Honk angerannt kommt. Haben wir eigentlich noch andere Pfeile? Also ganz kurz am Rande. Nö. Aber wir haben Zwergenlangschwert. Hm. So, haben wir hier eigentlich keine Favoriten. Aber das mal vielleicht so. Auf der 3 haben wir immer noch den Drang und auf der 4 die Fackel. Okay. Merke ich mir mal. Ob ich das jetzt irgendwann wieder vergesse. Haben wir hier irgendwo Flachses, Lavendel? Wieder die Alkaleidinger. Ich guck mal, was ist hier? Ach so, ein gar nichts, natürlich. Muss es ja auch geben. Ich habe das Gefühl, sind irgendwie ganz ruhig, nicht ruckeln. Ich muss mal schauen, ob es irgendwelche Performance-Tweaks oder sowas für Oblivion gibt. Wir werden irgendwie gesehen, aber irgendwie auch nicht. Ich glaube, wir müssen gleich aufs Schwert umsteigen. Das ist ein Timberwolf hier. So, und einen haben wir noch für dich. So. Come on, Baby. So. Genau. Und die Pfeile noch mit in den Pelz. Wir brauchen unbedingt eine Schnelltaste, wo wir die Pfeile reinlegen können. Aber solange wir noch so wenig Pfeile haben und die jederzeit alle gehen können, lasse ich das nochmal. So, wir sind da. Nochmal kurz abgespeichert. Hier sind, glaube ich, die Stelle. Huch. Stille. Ich bin ganz Ohr. Geht's nur. Boah, voll die Traumfrau. Schwarzuferstelle, okay. So. Wie geht es euch? Ganz gut, ganz gut. Schalidnal. Die Heimat der dunklen Bruderschaft. Moin, Jungs. Halt fit im Schritt. Was? Seid gegrüßt. So soll ich das anhören, genau. Was haben wir hier Schönes? Kaufladen, okay. Schauen wir mal ganz kurz rein. Boah, ist dunkel hier. Wollt ihr mich herausfordern? Wollt ihr der Kämpfergilde beitreten? Nee, lass mal gut sein. Haltet den Mund. Bad deine Mutter. Stinkst nach Salz. So, was geht? Borba Grauskasch. Natürlich. Wir haben alles für Abenteurer. Ich bin selbst ein alter Abenteurer und ich weiß, was ein Abenteurer braucht. Mhm. Wir verkaufen nur vom Besten. Mhm. Eisenpfeile. Was darf ich... Bis 19 ist die Stimmung. Das klingt ja nicht so gut. Vielleicht kommen wir irgendwie darauf, dass er uns das Zeug für 1 verkauft. Okay, guck mal. Vergessen, glaube ich. Guck mal, wir sind so krass, dass wir genau 1337 Gold haben. Für diejenigen, die es nicht wissen, diese Zahl kommt aus der, boah, wie hieß das? Irgend so eine komische Nerdsprache, nenne ich es mal, und bedeutet quasi Elite. Und Elite heißt sowas wie Elite. Ja. So, was kosten denn 150? 300 Gold? Noch, gut, machen wir. So. Wer alles? Ein hervorragendes Geschäft. Ach so, die hat dann immer noch mal 20 im am Start, okay. Vielen Dank. Ja, ja. Wie ist jetzt deine Stimmung? Kommen wir zum 22, na bitte, geht doch. Haltet den Mund. Deine Mutter hält den Mund. So, einmal ganz kurz ein paar Münzen in den Hals gedrückt und schon ist ein bisschen freundlich, ja? So, wir sollen also den Mund halten. Nun gut. Dann werden wir nun eben mal... Was sollten wir nochmal machen?
Irgendwas sollen wir stehlen. Armand von der Diebesgilde hat mich gebeten, die Brüste von irgendwem zu klauen. Wo? Oh, Lokalkarte hier irgendwie? Lokal, da. Da drüben, okay. Moin. Worum geht es hier? Hustenbonbons. So. Unser Dingsbumstrank hält nicht mehr lange. Zurück. Wie war das? Was willst du? Es tut mir leid, aber nur die Stadtwache von Chardinal darf das Haus betreten. Aufgrund von nicht geleisteten Strafzahlungen ist Aldous Otrans Anwesen beschlagnahmt und bis auf Weiteres versiegelt. Schönen Tag. Naja, ist ja nicht unser Problem. Da war das Bling, dass die 20 Minuten um sind. Wir gucken nur noch ganz schnell, wo wir dann hin müssen. Ist das dein Ernst? Ich spare, um... Ah ja, okay. Sicher, ich habe davon gehört. Was ist es euch wert? Oh, 15 Münzen passen, ne? Graf Indaris gab kürzlich eine Büste Latasas in Auftrag. Sie soll von Elfen geschnitzt worden sein. Er stellte sie in der Kapellengruft nahe ihres Grabes auf. Zudem stellte er eine Wache ab, damit ihre Grabruhe nicht gestört werde. Früher konnte jeder sie besuchen, doch jetzt ist ihre Grabstätte nicht mehr öffentlich zugänglich. Es heißt, die Gruft sei verwunschen. Möge Julianus euch segnen. So, da sind wir gleich wieder zu schwer belastet. Wir gluckern noch mal eben eine Cola oder was? Ach komm, wir nehmen erstmal die alten Federtränke. So, ich vermute mal, hier irgendwo wird das Ding versteckt sein. Ich mache jetzt mal ausnahmsweise ein bisschen länger, weil die... Im Moment ist ja mit den Displays ein bisschen so, ne? Weißt du Bescheid? Kapellengruft, Kapellenraum, Kapellengruft. Okay, keiner in der Nähe. Keine interessanten Bücher. Dann ducken wir uns mal. Speichern. So. Boom, baby. Okay, das scheint die Wache zu sein. Alter Schwede, das ist dunkel hier, ne? Ich sehe hier schon kaum was. Ich habe mal eben die Waffe gewechselt. Okay. Die Wache. Ja, Mann, du Penis. Ah! Die ist ja so riesig. Ja! Alter Schwede, die hat einen guten Schlag. Ah! Nehmt das. Beziehungsweise, wir haben noch neue Pfeile gekauft. Hey! Jawohl, rauf da, los! Ja! Ah, meine Nase. Los, komm her, du Wickliges. Schon noch einen gegluckert hier. So. Na, was los, hä? Weil du Brüste hast? Los, komm her. Ich habe einen Bewohner der Kapelle von Arca in Chardinal umgebracht. Dafür muss ich den Blutpreis bezahlen. Armand sagte, das sind 1000 Goldstücke für jeden Toten. Leider will er erst nach Mitternacht in Daralots Garten mit mir reden. Okay, das heißt, wir laden nochmal. Und gehen nochmal ein paar Schritte rückwärts. Da war sie gerade.
Switchen wir ganz kurz die Waffe hier. So. Dann müssen wir erstmal rauskriegen, wo genau die jetzt liegt. Warte mal. Links. Das heißt, wenn sie da rauskommt, stürmen wir sofort rein. Okay, let's go. Da ist sie. Ich glaube, ich sehe es schon. Da. Und los. Wieder weg. Los. Nein, da kommt sie. Aber den Schatten. Wo ist die Tür, verdammt nochmal? Ich sehe die Tür nicht mehr. Ach, da ist sie. Wir haben es geschafft, meine Lieben. Jetzt nichts wie raus hier. Moin. Wie geht's? Auch ganz gut. Ich bin Gruyon Garana, Primas von Arkai und spirituelle Führerin der Kapelle in Chardinal. In dieser Funktion biete ich gerne Unterweisung in der fortgeschrittenen Überredungskunst an. Sie soll den Gläubigen dabei helfen, das Wort der gnädigen Götter besser zu verbreiten. Aha, okay. Wissen ist der Schlüssel zum Erfolg. Und gilt der Schlüssel zum Wissen anscheinend. Lebt wohl. Lebe besser. So, okay. Wir hätten uns eigentlich gerade noch einen Segen, glaube ich, holen können, aber gut. Möget ihr immer Rückenwind haben. Und was für ein... Mal eine Münze. Und was für einen Rückenwind ich habe. Wer hilft einem alten Bettler? Na, Mutti? Nur noch ein... Ja. Graf Indaris gab kürzlich... Es heißt, die Krypt... Ja, das kennen wir schon. Hier hast du eine Münze. Und jetzt sei ruhig. Möge Akatosh euch segnen. Das ist das falsche Haus. Ach, hier ist es ja. So. Kurz abgespeichert. Natürlich können wir durch so eine vernagelte Tür durchgehen. Das ist ganz normal. Wir müssen sie nur kurz knacken, ne? Oh, mein Finger. So, jetzt aber. Peinlich bei einem leichten Schloss. So, braucht jemand einen Becher? So, hier ist, glaube ich, nichts weiter. Also können wir direkt runtergehen. Hier geht's hoch. Moment. Ah, genau. Und hier ist irgendwo... Hier dürfte ein Loch sein. Ich sehe... Ah. Boah. Rat-Style. Uralte, schwarze Tür. Zu dunkle Bruderschaft. Zuflucht. Hört dieses Geräusch? Diesen tiefen Bass? Cool. Muss gleich nur abspeichern. Welche Farbe hat die Nacht? Rosa. Sanguin, mein Bruder. Yeah! Ich habe Zutritt zur Zuflucht der dunklen Bruderschaft erlangt, nicht erhalten. Wir sind noch... Willkommen daheim. Unentdeckt, wollte ich gerade sagen. Wie schön, dich wiederzusehen, Ocheva. Seid gegrüßt, Bruder. Seid gegrüßt. Ich bin Ocheva, die Herrin dieser Zuflucht. Lucien hat mir alles über euch erzählt. Ich heiße euch bei der dunklen Bruderschaft willkommen. Ihr seid nun in unserer Zuflucht. Möge sie euch als neues Zuhause und Ort der Sicherheit und Gemütlichkeit dienen, wann immer ihr einen solchen benötigt. Wenn ihr zur Arbeit bereit seid, sprecht mit Vicente Valtieri. Er ist für alle Aufträge für neue Familienmitglieder zuständig. Bevor ihr geht, nehmt bitte dieses Geschenk eurer neuen Familie an. Eine einzigartige Rüstung, leichter als normales Leder und so schwarz wie die Nacht. Doch ich halte euch schon viel zu lange auf. Vicente wartet schon. Ihr findet ihn in seinem Quartier. Geht jetzt, mein Kind, und möge Sittis mit euch sein. Das wird er wohl. So. Geht nun, geschätztes Familienmitglied, und möge die Mutter der Nacht euch unter ihre kalten, liebevollen Fittiche nehmen. Ey, yo, Homie!
was geht ab, Alter? Ey, der läuft echt so, ne, als ob der so richtig fett einen durchgezogen hat, ja. Chilliger geht's ja gar nicht mehr, ey. Echt. Ich nenne ihn Johnny. Yo, Johnny, was geht? Eure Anwesenheit. Quatsch, mir nicht voll. Wie kann Ocheva euch behilflich sein? Na, Baby? Aber warum, ich habe Schwester? So viel von euch gehört. Was soll das Willkommen Ganze? In unserer Familie. Was soll die ganze Umherschleicherei und Versteckerei? Mein lieber Gogron, ihr seid einer der Lebenslöscher der dunklen Bruderschaft. Schatten und Täuschung sind unser Credo. Sind euch unsere Geheimnisse nichts wert? Ja, ja, natürlich sind uns unsere Geheimnisse wichtig. Und ich habe sie immer streng gehütet. Der ist der Beste. Wenn das nicht das neue Familienmitglied ist. Nur damit das klar ist, die Gebote erlauben es mir nicht, euch zu töten. Aber niemand kann mich zwingen, euch zu mögen. So, mit dem kann man handeln, aber das Beste ist, wenn man sich von ihm verabschiedet, dann ist er der netteste Mensch der Welt. Übelriechender Affe! Immer wieder herrlich. So, wir gucken mal ganz kurz nach den Klamotten, die wir bekommen haben. Basisring der Schatten, siehste. Den muss man wieder anziehen hier. Eingehüllte Kappe. Schutz 1. Achso, das ist anscheinend nur der Hut. Was hat man vorher? Achso, ein Lederhelm. Für den Arsch. Eingehüllte Rüstung. So 9 bringt uns das Ding insgesamt. Wir haben jetzt gerade 8 Schutz. Jetzt sind es 10. Hat uns also nur Vorteile gebracht. Sehr geil. So, bla 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 bla. Wir müssen unbedingt verkaufen. Machen wir das einfach bei den Kollegen hier. Ey, Affe, komm mal her. Ihr schon wieder. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Ich brauche keinen Freund. Wenn ihr hier seid, um etwas zu kaufen oder zu verkaufen, dann los. Let's go. Bei Sittis. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Beeilung. Geile Sachen hat er. So, Stimmung geht der von ihm. Wir sagen vielleicht mal 70%. Und dann verticken wir ihm mal erstmal das hier. Da hab. Da. Ein. Da. Ein. Da. Ein. Ein. Boah, wie viele Dietriche wir haben, ne? So, das hier behalten wir mal. Schnelligkeit entziehen, das behalten wir auch mal. Ausdauer absorbieren auf jeden Fall behalten. Auch wenn es gut was wert ist. Beziehungsweise mehr wert, als der eigentlich zahlen kann, aber egal. Stahlpfeile. Was hast du, was hast du denn noch genau? Was hast du denn noch? Pfeil der Zwietracht, ist auch geil. Aber der Bogen hier, der metzelt eh alles nieder. Auge von Sittis Leben entdecken. Aha. Ende der Mitternacht. Das habe ich sogar irgendwann mal gehabt, das Auge von Sittis. Vergifteter Apfel. Aber ich glaube, der bringt einem nicht viel. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht genau. Tödliches Gift. Umgeht Giftresistenz. Dietriche Reparaturhämmer. Das sollte erstmal passen. Packt euren Kram und geht! Bei Sittis. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Beeilung. Okay. Magie machen wir eh nicht großartig. Übelriechender Affe. Vergesst es. Gold und Zauberdinge sind so. Hier ist eine Tür, die ihr gerade nicht seht, weil es viel zu dunkel ist. Ich werde es hier erstmal abspeichern an dieser Stelle. So. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann geht es weiter in der nächsten Folge mit Let's Play The Elder Scrolls 4. Oblivion in der dunklen Bruderschaft. Bis zur nächsten Folge, meine Lieben. Wir hören uns.